Hallo, liebe Leute, da sind wir wieder und ihr seht, da habe ich nicht aufgehört. Warum ich jetzt aber doch hier plötzlich bin, das zeige ich euch einfach später. Denn ich habe mich mal ein bisschen belesen. Hier ruht Kyros Danar, der Magus herausfordert. Ich hätte das Kind schon und eigentlich würde ich doch gar nicht mehr vorlesen. Egal. Nun ja, jetzt geht es weiter. Frog, melodramatisch. Ich weiß nicht, was für ein Versprechen, aber ich glaube, er möchte ihm einfach nur Masamune geben, oder? War's so? Dann schauen wir einfach, was passiert, dass ich sie mit Masamune ausrüsten soll. Und da ist der Geist des Helden, der uns Frog ausgebildet hat, oder so ähnlich. Und er kennt Frog mit dem richtigen Namen. Ob er Frog denn der richtigen Gestalt sieht. Richtigen Gestalt. Oh, das Deutsch wieder. Nun ja, wie ihr seht, oder besser gesagt hört, sollte der Spielstand wieder dabei sein. Warum es nicht so war bei der letzten Folge ist, aus irgendeinem Grund hat sich kurz vor der Aufnahme und immer wieder, wenn ich die Aufnahme starten wollte, einfach das Stereo-Mix verabschiedet. Ich wollte es nochmal neu aufnehmen, weil ich festgestellt habe, es ist wirklich kein Sound da, aber egal. Und nun habe ich es wieder hinbekommen. Oh, solche unvorbereiteten, unerklärlichen Fehler. Oh, da hingehauen sind gefragt. Ja, ja. Wenigstens könnte er auf Wiedersehen sein. Oh. Boah, was für ein Effekt. So Stück für Stück. Immer die Königin beschützen. Naja, aber wenigstens könnte Frog nochmal auf Wiedersehen sagen und auch sagen, dass er Markus. Oh, das ist Masamune. Was war das? Oh, es schwebt. Und es rotiert. Das ist es. Es teilt sich auf. Ach stimmt ja, es waren ja zwei Leute. Masa und Mune. Die ich auch damals in der vergangenen Zeit entdeckt habe, dieses verbotene Zeitalter. Metaphysisch, uiuiui, metaphysisch ist ein Begriff für Magie. Und für die Leute, die es nicht wissen. Und zack. Ja, ich glaube, ich müsste auch irgendwann mal gegen Masa und Mune kämpfen. Wann war denn das nur? Ach, ich spiele das Spiel schon viel zu lange. Aber ich wurde gebeten, so viel wie möglich zu zeigen und dem werde ich jetzt wohl nachkommen. Das ist schon Zeit. Zeit ist relativ. Das ist das wahre Wesen des Masa und Mune. Ja. Und er wird seine Wünsche erfüllen. Ich finde den Abschied jetzt nicht so traurig. Dann schauen wir mal. Ah, ich klicke natürlich sofort falsch an. Ja, das Masamune hat ihn sogar jetzt stärker als mein Chrono gemacht. Nur seine Rüstung ist nicht annähernd vergleichbar. Aber dagegen lässt sich sicherlich etwas tun. Ich rede einfach nochmal mit dem Kraft, vielleicht passiert was. Hier ruht. Gerecht von Flan. Ja, perfekt. So, hopp, 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 hopp. Und jetzt machen wir eine kleine, aber dezente Reise in die Zukunft. Und da war der Knopf. Und warum wir das machen, das werdet ihr gleich sehen. Es hat einen wirklichen Grund. Und wir werden auch, aus irgendeinem Grund, wieder diese Heldengruft betreten, wo jetzt hier übrigens ein Geist weg ist, der aufgepasst hat. Hätte bemerkt, dass dort mein Ritter stand. Und ich habe auch herausgefunden, dass dieser Ritter, Krisis hieß, also halt wie sein Lehrmeister. Und hier sind wieder die Boxen. Warum? Weil ich gelesen habe, dass wenn man sie nur anklickt, aber nicht öffnet, verändert sich was. Und wir erinnern uns, der Nova-Panzer wurde gestärkt. Und ich habe einen Mondpanzer erhalten. Ja? Das ist doch mein Wort. Jetzt schauen wir mal. Rüsten wir ihn erstmal mit dem Mondpanzer auf, damit er... Oder
Geboss. Ihr seht, Mondpanzer hat sogar ordentliche magische Verteidigung. Gib uns erstmal. Erstmal ist Dakuro. Ach, nicht Dakuro. Egal. Und schon habe ich ihn auch so stark wie mein anderen Helden. So, jetzt holen wir uns noch etwas. Denn es ist nicht nur die einzige Kiste. Es ist nicht die einzige Kiste, die ich verändert habe. Gott, mein Satzbau. Hopp. Sondern. Ich habe auch diese Kisten hier oben berührt und hoffe, dass sie sich nun verändert haben. Ich habe jetzt nicht mehr eine Sirene, sondern eine Walküre. Ich wusste zwar vorher nicht, was eine Sirene macht, aber eine Walküre ist bestimmt besser. Und ein Kai-Ding oder eine Shiva-Klinge. Ich hätte schwören können. Ah, warte, ich glaube, die Walküre und die Sirene waren Waffen. Und ich weiß nicht, um wie viel es stärker ist, aber das hier soll die ultimative Waffe für Male sein, habe ich gelesen. Quasi die stärkste, die sie kann. Und das ist doch mein Wort. So, jetzt haben wir das geschafft. Jetzt gehe ich einfach mal runter zum Grab, weil ich hätte eigentlich schwören können, dass ich nochmal gegen jemanden oder gegen etwas kämpfen muss. Ob das hier offen ist? Nein, ist es nicht. Ah, hier ist auf jeden Fall ein Elixier drinne. Da könnt ihr euch sicher sein. Ich habe es einfach nur vergessen, in der Vergangenheit zu öffnen. Egal. Zack. Warte mal, wenn ich es in der Zukunft geöffnet habe, weiß das nicht, dass ich in der Vergangenheit das nochmal öffnen kann. Weil logisch wär's, oder? So, jetzt gehen wir einfach mal hier hin, aus reinen Jux und Tollerei. Und hier hat was geblinkt. Eine Magiepille. Aber ich hätte schwören können, hier kommt noch ein Kampf. Gut. Und dann hätten wir Frog's Quest gelöst. Und, ich habe euch wahrscheinlich mal mehr versprochen, als ich gebracht habe, aber ich speichere jetzt einfach mal. Zack. Und jetzt nehme ich, Frog hat jetzt seine Meisterwaffe. Deswegen sollte ich vielleicht Frog im Team lassen. Aber erstmal wieder so. Ich mag es mehr, wenn Chrono vorgeht. Und hopp. Und wir machen jetzt noch eine kleine Zeitreise. Weil mittlerweile weiß ich, wo das mit der Wüste war. Oder gehen wir jetzt die Regenbogenmuschel suchen? Ach, Unentschlossenheit, Unentschlossenheit. Ich weiß, dass das mit der Regenmuschel relativ anstrengend ist. Aus dem Sinne anstrengend, weil ich gelesen habe, dass man da nicht so direkt. Bin ich einmal um die Welt geflogen. Also es soll auf jeden Fall in der Vergangenheit sein. Ich soll von diesem Ding nach links fliegen, bis ich eine Wüste sehe. Ah, das Ding ist neu. Glaube ich zumindest. Ich kann ja nicht landen. Jetzt gucken wir einfach mal hier hin. Eine Sinkwüste. Uiuiui. Was ist das denn? Wir lassen uns jetzt mal einfach reinsinken. Ich weiß nicht, ob das jetzt clever war oder nicht. Holla, die Waldfee. Da kommt jetzt mächtig was auf mich zu. Aha. Ich glaube zwar nicht, das Wüstenmonster. Gut, bombardieren wir sie mit Magie. Sandzyklus. Okay, das ist jetzt nicht so. Ich habe ja auch eine mächtige Rüstung. Oh Gott, mein Deutsch. Eine mächtige Rüstung an. Gießen wir sie mal etwas. Zack, zack. Wasser härtet Sand. Weiterhin vermindert. Zack. Und tot. Ja, es war ein seltsamer Gegner. Aber ich glaube, ich bin hier richtig. Ich habe Technik Klatsche erlernt. Oh Gott. Okay, ich glaube, es könnte hier ein bisschen lästig werden, aber so sehen die Viecher von vorne aus. Ja, doch, die sind schon anstrengend, merke ich. Jetzt sparen wir einfach mal ein bisschen Magie von Chrono, weil man weiß, ob ich hier einen Endgegner treffe.
Zack, und jetzt sollten die ihre Verteidigung vermindert werden. Ja, das so haben die. Und, naja, das war Sand. Eigentlich sollte Blitz nicht so viel Effekt auf die haben. Wenn ich so drüber nachdenke. Dann töten wir sie Stück für Stück. Das ist natürlich auch ein Weg. Zack. Bang. Wow. Das Frog. 600 Schaden. Das war ein normaler Angriff. Ja, so gefällt's mir doch. Noch mein Lapis. Oh Gott, ist das lästig. Aber sowas nennt man Training, glaube ich. Eis. Zack. Gott sei Dank ist es jetzt nicht gerade im Vordergrund aufgepoppt. Blödes Jahr, ich muss meinen Zoom-Alarm wieder updaten, bla bla. Egal. Ach ja. Eigentlich bin ich kurz davor, Dungeons & Dragons in den grünen Bereich zu schieben. Nur für die Leute, die es interessiert. Wir geben uns Mühe, aber irgendwie schaffe ich es nicht, abends mal Zeit zu haben, um die anderen Leute hochzuleveln. Das ist schrecklich. Weil dann wären wir jetzt auch schon wieder mitten im Spiel. Oh, und der Schnee, der knistert draußen so laut, wenn die Autos fahren. Es muss in der Nacht echt übel geschneit haben. Boah, da ich nun mal ich bin, gucke ich nicht aus dem Fenster. Und bang, ihre stärkste Waffe macht auch moderaten Schaden. Ich weiß übrigens nicht genau, was mich hier in dieser Wüste erwartet. Ich hoffe einfach mal, es ist was Nützliches. Sonst habe ich mal wieder eure Zeit verschwendet, indem ich das nicht offensichtlich hier gesucht habe. Weil eigentlich wollte ich ja in die Höhle. Ein Ewigpanzer. Ja. Okay, gucken wir erstmal, ob wir den Ewigpanzer anlegen können. Tragen alle schon Ewigpanzer, Ewigpanzer. Suchst du halt einen Ewigpanzer? Du bist auch ein Zeitpunkt. Sogar die hat einen Ewigpanzer. Okay, jetzt nehmen wir erstmal einen kleinen Tech. Ein bisschen Kraft hier rein. Na gut, vielleicht reicht auch eine Aura. Ja, die tut's dicke. Hopp, eine Kiste. Tonic voll. Oh, jetzt kommt was. Was mag das sein? Okay. Das ist das Monster, was die Wüste gemacht hat. Mhm. Gut, ich bin auf jeden Fall... Ich glaube, dieses Ding muss ich töten. Mal gucken, ob ich es jetzt noch in Kampf ziehen kann. Aber erstmal möchte ich... Oh Gott, ich werde hier mit... Es geht los! Na, wen kennen wir denn? Erkennen wir denn da wieder? Jetzt bin ich doch mein... Wir erinnern uns, das ist, sieht aus wie der Gegner, den ich damals auf der Brücke gesehen habe. Aber er hat drei Teile. Nehmen wir es mit Wasser. Nur um zu sehen, ob er eine Konter hat, so eine Gruppenkonter. Aha, das war ja mal nix. Was hat seine Verteidigung vermindert? Zack, zack. Null. Total unempfindlich. Okay. Ich habe das Gefühl, ich sollte den mittleren Kern, der gibt auch ständig Leben weg. Ohne Kern, also Kontrolle. Na gut, vielleicht war es nicht so clever. Vier Minuten, oh Gott. Ja, das war's auf jeden Fall für heute. Morgen machen wir den Gegner einfach mal fertig. Das war euer Dakuru. Bis zum nächsten Mal.